So Leute, jetzt im Test Pyroland Bombenrohre und neue Feuertöpfe. Richtig, richtig schöner Stuff von Pyroland. Seid gespannt, ich sage jetzt mal noch nicht so viel dazu. Hier haben wir zum Beispiel BKS 1 und den neuen BKS Alpha. Ihr werdet selbst sehen, was der Unterschied ist. Ich sage jetzt erstmal noch nicht zu viel zu diesen Feuertöpfen und Bombenrohren. Lasst euch einfach mal überraschen. So, jetzt die Giga Geil. Das sind neue Bombenrohre mit verschiedenen Effekten. So, jetzt gleich das nächste Gigageil Bombenrohr. Ich würde sagen, die Feuertöpfe mache ich jetzt zum Schluss. Und jetzt gibt es erstmal ein paar schöne laute BKS Bombenrohre, BKS 1 und danach BKS Alpha. So, jetzt direkt das BKS Alpha. Hier hinten verstecken sich wieder zwei Neuheiten. Und zwar einmal Pech und Schwefel, Salut und Knallsterne und einmal Salut und Orange. Viel Spaß! So, jetzt das zweite Pech- und Schwefelbombenrohr. So, jetzt zünden wir mal 50 mm Feuertöpfe. Fünf verschiedene Effekte. Ich verrate euch noch nicht, was ist. Schaut einfach zu und genießt diese schönen, wunderschönen Feuertöpfe. Fand die richtig gut. Ja, super. Aber halt die Abschüsse, das ist krass, oder? Ja. Wie laut die sind, Mann. Ja, ja, aber ey, du hörst keinen mehr knallen, ne? Ja, ist so. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr habt ihr gesehen, die 50 mm Bombenrohre am Ende. Ja, das ist schon mal richtig was Feines. Wirklich, wirklich toll, was Pyroland da rausgebracht hat. Auch diese hier, Pech und Schwefel Bombenrohre. Einfach grandios, muss ich sagen.